Schönen Vormittag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Auftakt einer Serie von ORF-Pressestunden anlässlich der Wien-Wahl. Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten aller im Landtag vertretenen Parteien sind bei uns zu Besuch. Heute machen wir den Auftakt mit dem Vertreter der kleinsten Fraktion, dem Team Strache. Und das ist der frühere FPÖ-Mann und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Guten Tag, danke fürs Kommen. Grüß Gott. Und die Fragen stellt mit mir gemeinsam Eva Linsinger vom Profil. Danke fürs Kommen. Schönen Sonntag. Unter den Kandidatinnen und Kandidaten, meine Damen und Herren, sind einige, die man schon besser kennt, wie Herrn Strache, einige, die noch nicht so bekannt sind. Wir behandeln alle gleich und stellen jeden und jede mit einem kurzen Steckbrief vor. Das ist die Verantwortung, die man hat. Heinz-Christian Strache, Team HC Strache, Alter 51, Ausbildung Zahntechniker, Wohnbezirk Wienlandstraße. Fast 30 Jahre FPÖ und eine steile Karriere. Vom Gemeinderat zum Wiener Landesparteichef, Bundesparteiobmann und Vizekanzler. Dann Ibiza und das abrupte Karriereende. Zack, zack, zack. Und der Ausschluss aus der FPÖ. Zurück auf Null also. Dennoch zieht Strache zum vierten Mal in den Wiener Wahlkampf. Diesmal mit dem neu gegründeten Team HC Strache. Seine Leitthemen sind gleich geblieben. Gegen Einwanderung, für direkte Demokratie. Und er ist zuversichtlich. Ich glaube, dass wir als Start-up einer Bürgerbewegung von null auf Anhieb über 10% kommen können. Von null auf 10% auf Anhieb, Herr Strache, glauben Sie das wirklich? Ja, ich halte es für möglich, denn ich erlebe die Stimmung auch bei den Menschen draußen. Ich war vergangenes Wochenende, wo es noch möglich war, am Jedlersee Kirtag und das über 6 Stunden. Und da haben viele Menschen mir nicht nur zugesprochen, sondern auch gesagt, lass dich nicht unterkriegen. Denn was da an Schäbigkeiten die letzten Monate gegen deine Person der Fall war, ist einerseits wirklich schier. Und zum anderen, wir brauchen jemanden wie dich, der in Wien diese rot-grüne Allmacht, auch eine starke Opposition, entsprechend kontrolliert. Ja. Ja, aber die Umfragen sehen Sie bei 5%, war die letzte große Umfrage. Da gibt es eine Schwankungsbreite von 2,4%. Also es ist viel wahrscheinlicher, dass Sie gar nicht in den Landtag kommen, als dass Sie 10% erreichen. Na, da haben Sie offenbar unterschiedliche Umfragen. Denn Das ist die letzte große verfügbare Umfrage. Also die letzte große verfügbare Umfrage kenne ich mit 6% und ich kenne eine zweite. Da geht sich 10% dann immer noch nicht aus bei der Schwankungsbreite. Sie unterbrechen mich da und da kann man gar nicht antworten. Ne? Und die zweite Umfrage, die es gibt, ist die Bürgermeister-Direktwahl. Und da gibt es teilweise Daten von 9-12%. Und jetzt stelle ich Ihnen die Frage, warum soll jemand bei einer Bürgermeister-Direktwahl angeben, zu 9-10% mir das Vertrauen zu schenken, aber dann dem Team HC Strache nicht. Das widerspricht sich. Und ich kenne natürlich diese Spiele. Seit dem Jahr 2005, da hat man mir eine Woche vor der Wiener Wahl damals 5% gegeben und am Wahltag waren es dann 15. Der Reihe nach, eigentlich sollten Sie ja gar nicht hier sitzen. Vor einem Jahr haben Sie gesagt, Sie ziehen sich aus der Politik zurück und streben kein politisches Amt mehr an. Das hat ganz offensichtlich nicht gestimmt, weil Sie ja heute hier sitzen. Wie soll man Ihnen noch etwas glauben? Naja, zum einen haben Sie recht, habe ich damals auch bekannt gegeben, mich aus der Politik zurückzuziehen und kein politisches Amt anzustreben. Hat aber nicht lange gehalten. Naja, ein Jahr. Ja. Ich habe in Folge dann erleben können, dass gewisse, ja, ich sag sehr bewusst, Intrigen und gezielte Verleibungen und Verleumdungen gegen meine Person eine Methodik entwickelt haben und gleichzeitig auch eine politische Entwicklung im Land auf Bundesebene, einen Corona-Lockdown, wo man das Epidemiegesetz mit der rechtlichen Ausfallshaftung außer Kraft gesetzt hat und einen immensen Schaden den Betrieben gegenüber und den Arbeitern angerichtet hat. Und auf der anderen Seite in Wien eine politische Fehlentwicklung unter Rot-Grün nach der anderen. Und da haben viele Menschen gesagt, du bitte überleg dir das, überleg dir ein politisches Comeback, denn so jemanden wie dich in der Politik braucht's und der fehlt gegen diese Allmacht, die wir heute erleben. Und da braucht's jemanden, dem wir zutrauen, da auch als Korrektiv einzugreifen. Ja, aber muss man Politiker nicht an ihren Worten messen können? Rüttelt das nicht an Ihrer Glaubwürdigkeit, wenn Sie vor einem Jahr sagen, Sie sind weg und dann kommen Sie wieder? Das ist ja wie bei Jörg Haider, oder? Ich bin schon weg und dann, ich bin wieder da. Naja, nein, es gibt im Leben immer Phasen. Ne? Und das war damals eine Phase, wo ich gesagt habe, ich ziehe mich zurück und habe dann durch diese Umstände, die ich gerade erklärt habe, viele Monate später, und ich habe es mir gar nicht leicht gemacht, sondern nach reiflicher Überlegung, dann am 15. Mai in den Sophiensälen, in meinem Heimatbezirk, dann auch das politische Comeback kundgetan. Und es zeitigte einen großen Zulauf. Wir sind ein Start-up-Unternehmen, wir haben ganz ein geringes Budget und einen extrem
hohen Zulauf von Bürgern, nämlich tausenden Menschen, die sich da in kürzester Zeit heute engagieren, die teilweise überhaupt noch nie politisch tätig gewesen sind und die sagen, es braucht so eine Bürgerbewegung gegenüber einem festgefahrenen politischen System. Reden wir vielleicht über das aktuellste Thema, das gerade Sie betreffend auf dem Tisch liegt, nämlich Ihre Spesen. Da hat es jetzt in den vergangenen Tagen wieder viele Berichte gegeben. Die Ermittler wollen ihre Konten öffnen. Laut der Kronenzeitung gibt es dafür bereits grünes Licht der Staatsanwaltschaft. So etwas gab es noch nie bei einem Spitzenkandidaten unmittelbar vor einer Wahl. Ist es jetzt die Zeit, Konsequenzen zu ziehen? Also ich glaube, das, was ich hier erlebt habe, hat, glaube ich, überhaupt noch kein Politiker in der Zweiten Republik erlebt. Ne? Über zwei Jahren, 2017, eine lang vorbereitete Falle mit rechtswidrigen Filmaufnahmen in meinem Urlaub. Eine Entwicklung, wo wir heute wissen, aufgrund der Zeugenaussagen in den Akten der Staatsanwaltschaft, dass seit 2011 ein gesamtes Team, man kann auch von einer kriminellen Struktur sprechen, damals laut Zeugenaussagen für Auftraggeber zusammengesessen sind und besprochen haben, wie man den HC Strache mit Konstruktionen vernichten kann. Also das ist ein Prozess, der offenbar jahrelang durch eine kriminelle Organisation mit Auftraggebern geplant gewesen ist. Und das zeigt schon einiges auf. Das sind kriminelle Stasi-Methoden und deshalb ist es so wichtig, das aufzuklären. Herr Strache, die Ermittler wollen ihre Konten öffnen, wollen jede Bankbewegung bei Ihnen sehen. Ist das nicht ein Problem für einen Spitzenkandidaten unmittelbar vor einer Wahl, der um Vertrauen wirbt? Na, ich finde es schon belustigend. Ne? Sie machen etwas, was ich jederzeit transparent zur Verfügung stelle, weil ich nichts angestellt habe, zu einem Problem. Nein, das Problem ist vielmehr, dass man jemanden, der politisch offenbar einem ein Dorn im Auge ist, permanent versucht, mit anonymen Anzeigen, mit Fallen, mit Konstruktionen krimineller Natur, mit Verleumdungen und Anpassungen fertig zu machen. Und damit natürlich wird eine Methode sichtbar. Man will jemanden offenbar nachhaltig auf dem politischen Parkett loswerden. Und ich sage, solche Methoden dürfen Sie nicht durchsetzen. Ich würde Ihnen gern was vorlesen, Herr Strache. Es gab nämlich schon einmal eine Spesenaffäre in der FPÖ, die hat damals Jörg Haider betroffen. Damals haben Sie folgenden Satz gesagt: Wenn Dinge passiert sind, die amoralisch sind, Privilegien und Spesenrittertum betrieben wird, was bis zur persönlichen Bereicherung gehen könnte, dann muss das Konsequenzen haben. Das haben Sie 2005 gesagt. Warum gilt das nicht mehr? Gilt ja selbstverständlich und wie Sie richtig, für Sie. Na, selbstverständlich für alle. Und Sie haben ja richtigerweise festgestellt, dass unter einem vormaligen sehr erfolgreichen Parteichef es natürlich auch beschlossene Spesen gegeben hat. Damals war es meiner Erinnerung nach, waren es 10 Millionen Schilling für Jörg Haider pro Jahr, also umgerechnet 700.000 Euro. Danach gab es dann auch andere Obleute. Ich bin dann später Obmann geworden bei einer Struktur, wo ich eine Bewegung bei 3% übernommen habe, die man abgeschrieben hat mit 10,5 Millionen Euro Schulden. Und ich habe dann einen durchaus erfolgreichen Weg auch mit den Bürgern gemeinsam gehen können, wo ich dann mit meinem Rücktritt eine Partei hinterlassen habe, die weit über 10 Millionen Euro an Ersparnissen hatte. Ich glaube, das gibt es auch nicht in der Zweiten Republik. Ich kenne keine andere Partei, dass das ein Parteichef die letzten Jahre sozusagen so gemacht hat. Und ja, ich hatte beschlossene Spesen, völlig korrekt. Natürlich, wenn man als Obmann Tag und Nacht unterwegs ist, hat man auch Aufwendungen. Aber der Vorwurf an Sie lautet ja von den Ermittlern, von der Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass Sie eben Dinge aus Ihrem Privatleben als Spesen an die Partei verrechnet haben. Das soll über 580.000 Euro betroffen haben. Das soll betroffen haben Whirlpool-Reparaturen, Hunde, Futter, Urlaube, alles Mögliche. Sie haben offensichtlich sehr gern auf großem Fuß gelebt, was ja eigentlich Ihre Privatsache wäre, wenn es nicht die FPÖ und damit der Steuerzahler bezahlt hätte. Wie erklären Sie das den Steuerzahlern? Naja, ich finde das ungeheuerlich, dass Sie einfach Dinge in den Raum stellen, die so nicht stimmen. Das sagt die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Schauen Sie, Sie stellen einfach Dinge in den Raum, die nicht stimmen, und das sagt so die Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht. Und da werden ja viele Dinge verbanscht. Das sagt ja teilweise der Intrigantenstadel meiner ehemaligen Wegbegleiter, ja, die da Dinge in den Raum stellen. Faktum ist, und das belustigt einen ja schon fast, dass man als Chef, der, ich sage teilweise 7 Tage die Woche unterwegs war, durch 9 Bundesländer gefahren ist, Lokaltouren geschmissen hat, wo teilweise auch eine Entourage mit war, wie der Herr Kuten aus der Herr Nepp und der Herr Kraus und andere, wo ich Ihnen sagen kann, ich habe dort mit den Bürgern intensiv auch Gespräche geführt und da auch viele Bürger gewinnen können. Und wenn es dann um die Konsumation geht, kann ich Ihnen sagen, dass die teilweise nämlich die Entourage wesentlich mehr konsumiert hat als ich. Ja? Und das wird heute so hingestellt, als wäre das irgendwas nicht Korrektes. Das waren natürlich korrekt genehmigte Spesen. Und ähnlich auch die anderen Bereiche. Wenn man heute, und ich habe ja einige aktuelle Beispiele auch mitgebracht für Sie, wenn
man hergeht und da behauptet fälschlicherweise, das seien über 500.000 Euro an möglichem Schaden. Nein, da verpanscht man alles. Genehmigte Sicherheitskosten, genehmigte Kosten für Mitarbeiter, die mit mir gar nichts zu tun haben, Übernachtungskosten quer durch die Bundesländer, Einladungskosten, Repräsentationskosten, die eine Selbstverständlichkeit sind. Und das zeigt ja auch das Boshafte dahinter. Denn jene, die das zu verantworten haben, nämlich, ich sage, Personen, die die Verantwortung hatten, die Rechnungen abgegeben haben, dann gab es einen verantwortungszuständigen Finanzreferenten, der dann die Prüfung vorzunehmen hatte. Und da muss man dann die Frage stellen, warum hat der nie die Rechnungen, die Mitarbeiter bei ihm eingereicht haben, die ich gar nicht kenne, mir gegenüber zur Kontrolle vorgelegt? Das ist dann eine andere Frage. Aber erstens, Herr Strache, 580.000 Euro, diese Summe, jetzt sagen nicht wir, die haben nicht wir uns einfallen lassen, sondern die kommt von der Staatsanwaltschaft, das wissen Sie genauso gut wie wir selbst. Und zweitens, dann frage ich einfach ganz direkt, haben Sie zum Beispiel Nachhilfekosten eingereicht? Nein, den habe ich immer gezahlt. Schauen Sie noch einmal. Haben Sie Clash of Clans gespielt über FPÖ-Kosten? Ich bin ja nicht jetzt Ihr Fußabstreifer, ja, dass Sie hier einfach Dinge in den Raum, stellen, ja, die natürlich, und das ist gut so, von den Ermittlungsbehörden hoffentlich rascher aufgeklärt werden. Faktum ist, dass die 500.000, die Sie auch wieder jetzt in den Raum gestellt haben, ein Zusammenpanschen von bestätigten, geprüften und genehmigten Spesenabrechnungen sind. Das hat nichts mit privaten Ausgaben zu tun, wie Sie da darstellen. Nein, das sind genehmigte Spesen, wo eine berufliche Komponente festgestellt worden ist. Was ich und mein Sohn privat spiele, haben wir auch privat bezahlt und niemals die Partei. Auch Urlaube habe ich selbstverständlich privat bezahlt. Ja. Und genau das ist ja immer wieder die Ungeheuerlichkeit, ja, wie damit Lügen operiert wird. Und ich sage Ihnen jetzt ein Beispiel, das ich mitgebracht habe. Darf ich zwischendurch eine Frage einschieben, Herr Strache? Der Vorwurf lautet ja, dass Sie Kosten für Ihr Privatleben von eher Kleinigkeiten wie einem Skiverleih in einem Hotel bis zu Großigkeiten, Luxusurlaube, Feste, dass Sie die abgerechnet haben und dafür Scheinrechnungen eingereicht haben. Das ist der Vorwurf der Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass die ermittelt gegen Sie wegen des Verdachts der Untreue und darauf stehen maximal 10 Jahre Haft. Das können Sie doch nicht so einfach wegwischen, oder? Noch einmal, wenn es falsche Vorwürfe sind, natürlich, und da können Sie sie x-fach wiederholen. Deshalb wundere ich mich, dass ich bis heute keinen Einblick in die Rechnung bekommen habe, die Mitarbeiter abgegeben haben. Aber ich habe zumindest eine Aussage da von einem der Beschuldigten, der immer wieder als Zeiger geführt wird, obwohl er Beschuldigter ist, der nämlich interessanterweise auch nachweislich seit dem Jahr 2011 Teil der Ibiza Bande gewesen ist, nämlich ein ehemaliger Sicherheitsmann von mir. Ja, genau. Und der sagt aus bei seiner ersten Beschuldigtenvernehmung, dass es eine Geschäftsreise gegeben hat, nämlich nach Amerika, in den USA. Wir waren damals im Rahmen der Inauguration von Donald Trump, waren wir in Washington und in New York. Und da sagt er aus, dass es dort einen Mantelkauf für meine Frau gegeben haben soll und dass die Bezahlung sozusagen von einem Mitarbeiter getätigt worden sein soll und er dann mit der Referentin gemeinsam meiner Frau nachgelaufen sei für diesen Mantel, den meine Frau gekauft hätte, aber sie hätten das Geld nicht bekommen und hätten dann Umwandlungen von Essensrechnungen vorgenommen. So, und jetzt kommt man drauf, dass die erste Rechnung, die ich im Akt wahrnehmen kann, weil sonst habe ich keine Rechnungen vorgelegt bekommen, dass das eine glatte Lüge ist. Denn wenn man dann die Rechnung prüft und in Washington anruft, dann kommt man drauf, dass das kein Damenmantel ist, ja, und dass das daher auch gar nicht meine Frau betrifft und dass da offenbar irgendjemand eine Rechnung eingereicht hat und umgewandelt hat, wie Sie jetzt offenbar erkennen, mit einer Systematik dahinter. Und genau das ist der Punkt. Da kommt man drauf, dass hier offenbar ein System gelebt worden ist, wo ein ehemaliger Sicherheitsmann, der Teil der Ibiza-Bande auch war, offenbar im jahrelangen Auftrag Konstruktionen zu leben, ja, um mich zu kriminalisieren. Der hat ja bereits im Jahr 2015, wie Sie wissen, mit dem Herrn Anwalt M. einen konstruierten Stick der Staatsanwaltschaft übergeben. Vorher wollte er dann der ÖVP verkaufen, nur für die 70.000 Euro. Die waren ihm zu wenig, weil er wollte über 1 Million Euro. Da sehen Sie also schon das Konstrukt einer Gier. Ja? Wenn Sie an Aufklärung interessiert sind, natürlich genau diese Hintergründe beleuchten. Wir verstehen ja, dass Sie da sehr ins Reden kommen, das ist ja völlig klar. Aber wenn ich Sie jetzt noch einmal richtig verstehe, das sind alles Lügen, sagen Sie, das stimmt alles nicht. Aber diese Leute, die Sie da zitieren, auch Ihre frühere Assistentin zum Beispiel, die belasten sich ja auch alle selbst bei diesen Aussagen. Was hätten denn die davon? Denen droht ja dann auch etwas. Herr Pötzelsberger, wenn
Verantwortungsträger offenbar jahrelang ohne meinem Wissen Rechnungen manipuliert haben, dann sind sie Beschuldigte und versuchen sich offenbar heute zu entlasten, indem sie Verantwortung abschieben. Und das ist ja genau der Punkt. Wenn man heute hinterfragt, was für ein System das gewesen sein kann, und deshalb bin ich ja froh, wenn die Aufklärung hoffentlich rasch voranschreitet. Das ist ja das, was mich seit über einem Jahr begleitet, mich das. Beim Ibiza-Video haben wir heute zum Glück die 7-Stunden-Transkription. Dort sieht man heute, wie manipuliert wird. Dort sieht man heute, dass ich 120 Mal emotional gesagt habe, ich bin nicht käuflich, ich bin nicht korrupt, ich folge meinen Überzeugungen und den Interessen der österreichischen Bevölkerung. Das hat man völlig anders dargestellt mit den manipulativen Zusammenschnitten. Und genau so operiert man jetzt genau in der Causa auch. Bleiben wir kurz bei den Spesen noch. Das heißt, Sie sagen, die Staatsanwaltschaft, die ihre Konten öffnen will, die ist komplett auf dem Irrweg. Sie haben nie was Falsches gemacht, Sie haben nie etwas Privates abgerechnet. Nein, Sie unterstellen ja hier Dinge, die so ja gar nicht festgestellt sind. Ich frage Sie etwas. Ich gebe Ihnen die Antwort auf Ihre Frage. Ja. Faktum ist, es gibt Anschuldigungen, es gibt Beschuldigte und diese Anschuldigungen und Beschuldigungen werden jetzt geprüft von der Staatsanwaltschaft und das ist gut so. Und ich hoffe, dass man rasch endlich auch diese Rechnungen, die nicht ich, sondern andere eingereicht haben, wo es einen Prüfverantwortlichen damals auch den Herrn Finanzreferenten Dominik Knepp gab. Da muss man mal fragen, was für eine Aufsichtsverantwortung hat der gelebt und warum konnten Mitarbeiter Rechnungen einreichen, die niemals offenbar ordnungsgemäß geprüft worden sind, beziehungsweise wenn sie mich betroffen haben sollen, was teilweise nicht der Fall ist, warum man die mir nicht vorgelegt hat. Es ist doch lebensfremd, dass Mitarbeiter einfach aus Eigeninitiative Rechnungen einreichen, ohne dass der Chef was weiß, oder? Also, das ist nicht lebensfremd, denn glauben Sie mir, als Chef habe ich rund um die Uhr andere Aufgaben gehabt, als Essensrechnungen meiner Mitarbeiter zu überprüfen oder was meine Mitarbeiter vielleicht für andere Kostenabrechnungen einreichen. Denn das ist ja das, was jetzt im Akt schon sichtbar wird, dass da Essensrechnungen offenbar drinnen sind, die nämlich Mitarbeiter betreffen, die offenbar privat da oder dort essen gewesen sein könnten und dann Essensrechnungen gebracht haben. Eine Schlussfrage. Wusste Ihr Stellvertreter Norbert Hofer, Generalsekretär Herbert Kickl, Wien-Chef Dominik Knepp, wussten die über diese das Spesenregime Bescheid? Waren die Spesen genehmigt? Also selbstverständlich bei aller Wertschätzung. Also nicht, dass man da Dinge Äpfel mit Birnen vermischen. Es gab Verantwortungsträger auf unterschiedlichen Ebenen, den Finanzreferenten der FPÖ Wien, den Finanzreferenten des Landtagsclubs Wiens, den Finanzreferenten des Clubs auf parlamentarischer Ebene. Und die haben ja Budgets und Spesentöpfe, Rahmen genehmigt, nicht mir zur Verfügung gestellt, sondern einer dafür verantwortlichen Bürokraft. Und die Bürokraft hatte die Aufgabe, für den gesamten Mitarbeiterstab die dortigen Ausgaben vorzunehmen und abzurechnen. Wird man dann wohl erst bei Gericht sehen, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt, was tatsächlich dahinter steckt. Aber kommen wir zu dem Thema, das Sie ohnehin schon angesprochen haben, nämlich noch einmal zurück vielleicht nach Ibiza. Sie haben nämlich am 26. August eine Pressekonferenz gegeben und haben da gesagt, der Ibiza-Fall hat sich in Luft aufgelöst und Sie fühlen sich voll rehabilitiert. Alles ist nur Schall und Rauch. Aber tatsächlich laufen weiterhin Ermittlungsverfahren auch gegen Sie. Es ist alles aufrecht. Ich habe mich bei der Staatsanwaltschaft erkundigt. Der Strache, nichts hat sich in Luft aufgelöst. Das ist wieder Ihre Interpretation, aber ich stelle ja eines auch hier belustigend fest. Wir stehen vor einer Wiener Wahl. Ich bin eingeladen, zu den Themen der Wienerinnen und Wiener, die Sie berühren, zu sprechen. Und wir machen hier sozusagen etwas, was eigentlich die Staatsanwaltschaft und die Behörden tun sollten. Sie versuchen hier etwas sozusagen in den Raum zu stellen und zu diskutieren, was wir heute nicht klären werden. Faktum ist, das kann ich noch einmal wiederholen, durch das 7-Stunden-Transkript steht heute fest, dass die sogenannten investigativen Journalisten aus dem Ausland mit ihrem verzerrten und manipulativen Zusammenschnitt den Gesamtkontext, der jetzt sichtbar wird, völlig anders darstellen. Denn dort wird jetzt sichtbar, dass ich über 120 Mal, und das sehr emotional, in einem sehr fragwürdigen Zustand, wie wir wissen, wo ja sogar ein Zeuge, der jetzt in Haft sitzt, zugegeben hat gegenüber einem Journalisten, dass man mir illegales Drogenliquid untergejubelt hat, dass ich dort 120 Mal wohlgemerkt gesagt habe, ich bin nicht käuflich, ich bin nicht korrupt, sie kann sich ihre 270 Millionen Dollar oder was auch immer kalten. Ich bin ein Mensch, der seinen Überzeugungen folgt und der eben die Interessen der Österreicher vertritt. Und das wird jetzt sichtbar, dass das manchen nicht gefällt, weil damit auch eine Systematik sichtbar wird, dass übers Ausland eine gut funktionierende Regierung, ich sage ganz bewusst, weggesprengt worden ist und dass man mich offenbar ganz gezielt auch weghaben wollte in dieser Verantwortung. Ja, das gilt zu bewerten. Ich glaube, da liegt auch etwas in der Rhetorik versteckt. Sie sagen eben, Sie haben immer Nein gesagt und Sie wollen eher eine weiße Weste haben und wollen sich in der
der Früh in den Spiegel schauen können, wollen nichts Unrechtes tun, aber sie lenken damit ja ab. Nichts Unrechtes tun zu wollen, eine weiße Weste zu haben, Herr Strache, das ist ganz normal. Das will hoffentlich jeder in Österreich. Der springende Punkt ist das andere, was Sie gesagt haben. Der springende Punkt ist ein Mediensystem wie Orban. Der Haselsteiner bekommt keine Aufträge mehr. Das ist der springende Punkt. Das sind die Dinge, die eben nicht normal sind. Verstehen Sie das? Na, Herr Pötzelsberger, schauen Sie, das ist ja genau der Punkt. Wenn Sie jetzt die 7 Stunden Transkript gelesen und studiert hätten, würden Sie solche verkürzten, falschen Darstellungen nicht mehr behaupten. Und das ist eben genau die Redlichkeit oder die nicht vorhandene Redlichkeit von Journalisten. Wenn Sie das recherchieren... Ich bin unredlich. Naja, selbstverständlich. So wie Sie es jetzt verkürzt darstellen, ja. Denn jetzt im 7-Stunden-Transkript wird sichtbar, dass ich davon rede, dass jeder natürlich, der eine Qualität hat, der eine Baufirma hat, die die Qualität bringt, die bei einer Ausschreibung auch aufgrund der Qualität und des Preisverhältnisses einen Zuschlag bekommt, diesen erhalten kann. So, und da sind wir nicht bei der Verkürzung, die Sie darstellen. Und ja, beim Mediensystem Orbán, ja, Sie wissen, wie er Ministerpräsident geworden ist, gab es eine Medienlandschaft in Ungarn, wo wir alle wissen, dass damals zu 90% die Medienlandschaft sehr weit links war. Heute hat man eine Medienlandschaft, die geteilt ist zwischen konservativ und links. Und wenn Sie heute nach Österreich schauen und von Orbán-Medienlandschaft reden, dann schauen Sie sich mal den Sebastian Kurz an mit seiner Message-Control. Ich habe etwas anderes gemeint. Schauen Sie, Sie haben auf Ibiza Einblick in Ihre Gedankenwelt vielleicht auch irgendwie gegeben, oder? Und auch in mögliche Abgründe, die es dort gibt. Und diese Aussagen, eben Orbán, Haselsteiner, wie auch immer, die haben Sie ja selbst getätigt. Das kam von innen heraus. Das muss ja da irgendwo gewesen sein. Wer soll Ihnen dann glauben, dass das in Zukunft vielleicht nicht wieder passiert? Wissen Sie, das habe ich gemeint. Wieso, ich stehe dazu. Der Haselsteiner war nie mein Freund. Das ist einer der österreichischen Oligarchen, ein Politiker, der eine Partei über Jahre finanziert hat, der, ich sage gegen den Korruptionsvorwürfe in Osteuropa gegeben hat, der jetzt unlängst in Serbien sogar Häftlinge eingesetzt hat, ja, für Arbeitstätigkeiten, wo man von Ausbeutung sprechen muss. Ja, da kann man durchaus eine Position haben. Aber ich habe dort immer klar dargelegt, natürlich mit Qualität, mit Ausschreibung, wenn das erfüllt wird, dann kann man einen Zuschlag auch gewinnen. Aber Herr Strache, das ist schon klar, dass Sie das gern wegrennen wollen. Wir haben uns das Vergnügen gemacht und haben das Transkript tatsächlich gelesen. Und was das Erstaunliche ist, Sie reden zum Beispiel in dem Transkript, was es für eine Möglichkeit gibt, Parteispenden am Rechnungshof vorbeizumachen. Und Sie reden darüber über Vereine danach, als Sie nicht unter seltsamen liquiden Drogensubstanzen oder wie auch immer Sie das nennen waren, wurden in der FPÖ 6 Vereine gegründet. Die hießen Patria Austria, Wirtschaft für Österreich, eben genau solche Vereine. Und an die wurden laut Auskunft der Ermittler mindestens 1,5 Millionen Euro gespendet. Also das, was in Ibiza angekündigt wurde von Ihnen, wurde dann in die Realität umgesetzt. Auch deshalb ermitteln die Ermittler wegen des Verdachts der Untreue. Das können Sie ja doch nicht einfach so wegwischen. Ich wische gar nichts weg, aber wieder etwas, was falsch dargestellt wird. Ich habe dort nicht mehr und nicht weniger gemacht, als die rechtskonformen Möglichkeiten für Spenden zu erklären. Und dass es diese rechtskonformen Möglichkeiten immer gab, nämlich, dass es Menschen gibt, die einer Partei etwas spenden, ab einem gewissen Betrag, das dem Rechnungshof gemeldet wird, dass es Unternehmer gibt, die das grundsätzlich nicht wollen, weil sie keine Parteinähe haben wollen, weil sie sagen, ich möchte keiner Partei was spenden, ich möchte auch nicht in den Geruch einer Parteipolitik kommen, weil da habe ich Nachteile. Da sind viele Unternehmer, die so denken, aber ich bin gern bereit, einem Verein, der nicht sozusagen mit einer Partei direkt was zu tun hat, aber für Inhalte, die dort vertreten werden, auch etwas zu spenden. Das ist ein legitimer Vorgang. Das ist eine verdeckte Parteienspende. Nein. Das ist eine verdeckte Parteienspende. Nein. Und wenn Nein. die unter einem falschen Titel, so die Rechtslage Nein. erfolgt, dann ist der Verdacht Nein. der Untreue. Nein, doch, der Verdacht der Untreue ist dann gegeben, wenn ein Verein für den guten Zweck und für die Inhalte eine Spende bekäme und dieser Verein dann die Partei finanziert, was nicht der Fall war. Sie sagen, es ist nie Geld von den Vereinen an die FPÖ geflossen. So ist es, also das meines Wissens nicht. Ich war ja auch nicht in diesen Vereinen tätig, ja, aber meines Wissens nicht. Denn als Parteichef weiß ich, was in die Partei eingegangen ist und da ist nichts von Vereinen eingegangen. Das heißt, die Ermittler irren alle. Na, die Verleumdungen stimmen nicht. Ne? Und deshalb bin ich ja froh, wenn die Ermittlungen hoffentlich rasch weitergehen, weil dann wird es nämlich bald eine Einstellung geben. Herr Strache, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann habe ich den Eindruck, dass es Ihnen schon wichtig ist, sich zu rehabilitieren vielleicht. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber eine Ehrenrettung quasi zu zeigen, ich bin nicht so, ist das so, das trifft doch zu, oder?
Also ich finde es interessant, ne, dass wir heute zur Wiener Wahl die Pressestunde haben und dann Dinge hier besprechen. Gesagt, nein, ich finde es nur interessant, weil man es ja den Bürgern auch sichtbar machen soll. Sie verdecken ja damit eigentlich die eigentlichen Probleme der Menschen. Ich kann nur noch einmal betonen, ich bin ein unbescholtener Bürger. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ich bin empört über gewisse Entwicklungen und Verleumdungen und anonyme Anzeigen, die auch gegenüber meiner Person sehr gezielt und konzertiert offenbar über Jahre aufgebaut worden sind. Und ich hoffe, dass rasch die Ermittlungen endlich dahingehend fortgesetzt werden, dass ich auch Einblick in die gesamten Akten habe, um diese falschen Behauptungen aufzuklären. Aber Herr Strache, es stimmt, Sie haben das jetzt mehrmals betont, dass Sie in dieser Ibiza-Villa immer wieder betonen, Sie seien nicht käuflich und nicht korrupt. Was ich mich dabei nur frage, wenn jemand wirklich nicht käuflich und wirklich nicht korrupt ist, warum bleibt man dann 7 Stunden lang sitzen und versucht, gemeinsame Geschäftsinteressen, gemeinsame Interessen, mögliche Kooperationen auszuloten? Warum sind Sie nicht einfach aufgestanden und gegangen? Grundsätzlich war ich auf Urlaub, wie Sie wissen. Ich war auch nicht Vizekanzler, sondern in der Opposition. Es war die Darstellung, dass dieser vermeintliche Lockvogel viel Geld in Österreich investieren will. Das ist einmal grundsätzlich auch was Positives für Österreich, wenn Menschen... Zack. Ja, ist auch positiv, wenn Menschen nach Österreich kommen und, hunderte Millionen investieren. Dafür treten ja Politiker in der Regel auch grundsätzlich ein, dass man Investoren findet, die nach Österreich kommen. Und ja, darüber hinaus kann ich nur noch einmal betonen, dass es nicht mehr nur einen Zeugen gibt, sondern in der Zwischenzeit hat sich ja herausgestellt, das ist ein Mittäter der Ibiza-Bande, der sitzt auch in Haft, gegen den wird gerade Anklage erhoben, der damals gegenüber einem Journalisten noch vermeintlich als Zeuge, heute weiß man, er war dort auf Ibiza, er war in einem Nachbarraum und hat die Technik kontrolliert, zugegeben hat, man hat mir illegales Drogenliquid untergejubelt. Und wenn Sie wissen, was das bedeutet, dann ist das nicht nur Körperverletzung, sondern dann geht es natürlich darum, dass man auch bei den 7 Stunden am Video erkennen kann, wie dann dort aufgrund dieser Unterjubelung von illegalen Drogen auch offenbar eine Verhaltensveränderung stattfindet. Und genau das sind dann die Methoden, die schwerst kriminell sind, wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass Journalisten, ja, die dann Aufklärung interessiert sind, sagen, so kann und darf man nicht in der politischen Auseinandersetzung gegen politisch Andersdenkende vorgehen mit solchen kriminellen Methoden. Das hat in der Gesellschaft nichts verloren. Das ist ja auch Gegenstand der journalistischen Berichterstattung. Aber wie ich gesagt habe, wegen dem Rehabilitieren sozusagen. Es gibt nämlich Kritiker, die sagen, es geht viel um sie, dass das alles nur ein Vehikel ist. Die Wahl, der Wahlkampf, die Leute, die ihnen folgen, das Team, dass das ein Vehikel ist, um sie zu rehabilitieren, die Ehre sozusagen zu retten, reinzuwaschen. Was entgegnen Sie dem? Also es ist meine tiefste Überzeugung in diesem Land, für die Menschen was weiterbringen zu können. Und das ist genau der Punkt. Ich bin vielen Menschen auch verantwortlich und verpflichtet gegenüber. Ja? Nämlich auch vielen Menschen, die die letzten 15 Jahre mich unterstützt haben und einen kontinuierlichen, erfolgreichen Weg sichergestellt haben. Und genau diese Verpflichtung, und das ist immer meine Bestimmung auch gewesen, ich bin immer dazu gestanden, ist es, die ich jetzt die letzten Monate ja, ehrenamtlich mich politisch einsetze für die Menschen. Ich kriege keinen Cent über meine politische Tätigkeit, sondern auch schließlich über meine berufliche Tätigkeit, über eine privatwirtschaftliche. Und das tue ich aus einer tiefsten Überzeugung heraus, weil ich das immer so gehandhabt und getan habe. Und ja, Sie haben schon recht, wenn man mit solchen miesen Anpatzungen konfrontiert ist, ja, dann geht es auch darum, diese natürlich nicht nur zurückzuweisen, sondern auch entsprechend klarzustellen, dass das nicht stimmt. Das heißt, fassen wir diesen Teil so zusammen. Sie sagen, Sie haben nie Spesen für Ihr Privatleben abgerechnet. Sie sagen, Sie haben in Ibiza nichts Korruptes gemacht. Sie, so wie Sie früher gesagt haben, Sie haben nur 3 Bier bestellt und Sie wollten im Wald nur Paintball spielen. Tun Sie sich manchmal schwer, Fehler zuzugeben? Ja, ich glaube, Fehler macht jeder und ich habe genug Fehler gemacht. Und glauben Sie mir, bei all dem, was Sie da jetzt auch über ein Jahr erlebt haben, habe ich, glaube ich, auch die Höchststrafe dafür bezahlt, für dummes Reden in einem vermeintlichen privaten Urlaub auf einer Falle auf Ibiza, mit einem, ich sage das Peinlichste, dort war offensichtlich ganz klar mein Leiberl, das ich getragen habe. Schon noch das, was Sie gesagt haben. Aber natürlich auch da oder dort auch Aussagen, für die ich mich entschuldigt habe, keine Frage. Ich habe die Konsequenzen gezogen, obwohl ich nichts angestellt und angerichtet habe, sondern ich habe die Konsequenz gezogen damals, das auch bei meiner Rücktrittspressekonferenz gesagt, weil ich nicht 15 Jahre umsonst in diesem Land einen positiven Aufbauweg in einer Regierungsverantwortung sichergestellt habe, damit man dann mich als Grund vorschiebt, die Regierung platzen zu lassen. Und das ist mir auch damals zugesagt worden von Herrn Bundeskanzler Kurz. Wenn ich mich zurückziehe als
Vizekanzler und aus allen Funktionen, ja, dann wird die Regierung fortgesetzt. Wir wissen, das war nicht der Fall. Und so gesehen, kann ich mir vielleicht heute eins vorwerfen, es war ein Fehler, als Parteichef zurückgetreten zu sein. Wir sind ja inmitten einer Pandemie. Glauben Sie eigentlich, dass die Wien-Wahl ordnungsgemäß stattfinden kann, über die Bühne gehen wird? Ja, davon bin ich überzeugt, denn alles andere wäre ein demokratiepolitischer Skandal ersten Ranges. Warum? Wir haben eine Entwicklung eines Coronavirus. Sie sprechen von Pandemie. Bei den Zahlen, die ich kenne und die basis-evidenzbasierend sind, kann ich keine Pandemie erkennen. Ja? Sondern wir haben eine gewisse positive Testung, wo alle Experten, die leider viel zu wenig zu Wort kommen, sagen, dass bei den PCR-Tests es positive Tests gibt, wo man heute weiß, dass 95% in der Regel keine Symptome haben. Ja? Das heißt, keinerlei Auswirkungen, nicht einmal sicher ist, ob sie eine Infektion haben und 5% der positiv Getesteten dann in Spitalsbehandlung sind und davon wieder um 10% in der Intensivspitalsbehandlung. Das haben Sie in einem Interview vor ein paar Tagen auch schon gesagt, dass nur 5%, dass 95%, haben Sie jetzt gesagt, keine Symptome hätten. Ich habe mich erkundigt, ich habe extra in Wien herumtelefoniert bei allen zuständigen Stellen. Das stimmt einfach nicht, sagen alle. Asymptomatisch sein, maximal gewesen, 65%. Ja, also, woher haben Sie diese Zahlen? Auf welcher Basis sagen Sie das? Na, es gibt unterschiedliche Zahlen offensichtlich. Es gibt ja internationale Experten wie den Herrn Ionatis, den Herrn Bakhti und andere. Ich weiß schon, die werden dann als Covid-Idioten hingestellt, obwohl sie anerkannte Experten sind. Aber man sieht, wie schnell es gehen kann, ne? Dass anerkannte Experten auch auf internationaler Ebene erleben müssen, dass sie zum Beispiel leider nicht in ORF eingeladen werden, um ihre Position darzulegen. Wir haben oft auch Kritiker zu Gast, zuletzt zum Beispiel Herrn Sprenger in der ZIB2. Wir hatten im Hörfunk Gäste, die das alles kritisch sehen. Also das können Sie nicht sagen. Aber was mich interessiert, glauben Sie die Zahlen der Stadt Wien nicht? Na, ich glaube, die Zahlen sehr wohl. Und die Zahlen sind nicht angst- und besorgniserregend, wie sie dargestellt werden. Deshalb kritisiere ich. Sie nicht sagen, dass nur 5% Symptome haben. Das stimmt nämlich einfach nicht. Na, schauen Sie sich die Spitäler an. Schauen Sie sich die Spitäler an und schauen Sie sich die Behandlung in den Intensivstationen an. Also bitte, dann bleiben wir schon bei den Fakten. Also diese überzogene Angst- und Panikmache, die wir da erleben, wo ja auch der Herr Bundeskanzler vor dem ersten Lockdown, ja, und über den kann man schon diskutieren, ob der schwedische Weg ohne Lockdown ein besserer war oder nicht, aber damals den ersten Lockdown gemacht hat und davon gesprochen hat, dass man befürchten muss, dass jeder Österreicher nämlich jemanden kennenlernen wird, der an Corona stirbt, nämlich bis zu 100.000 Menschen. Heute können Sie einmal draußen die Menschen fragen, wie es sich wirklich verhält. Und da werden Sie jeden Bürger fragen können und jeder wird jemanden kennen, der arbeitslos geworden ist oder den sein Betrieb vor dem Ruin oder vor der Existenzvernichtung steht. Das sind leider die Realitäten. Und da muss man sich die Frage stellen, ist das jetzt wirklich ein richtiger Kurs, die Gesellschaft so dramatisch gegen die Wand zu fahren, wo heute Experten bereits davon sprechen, dass wir im ersten Quartal nächsten Jahres über 100.000 Kleinstbetriebe und EPUs haben werden, die als Betrieb zusperren werden müssen und dahinter hunderttausende Arbeitslose, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht, die auf 60% ihres Gehalts herunterfallen. Soll ich aus dem, was Sie jetzt gesagt haben, schließen, Herr Strache, Sie halten Corona für gar nicht gefährlich? Ich halte es sehr wohl für Risikogruppen gefährlich. Und genau dort müsste in Wahrheit die Ausrichtung der Maßnahmen stattfinden. Nicht mit so einem Panik-Ampelchaos, das wir haben, sondern man müsste bei den Risikogruppen, in den Pflegeheimen, in den Spitälern und bei, ich sage überwiegend ältere Menschen mit Vorerkrankungen, dort müsste man für den Schutz und die Sicherheit auch Sorge tragen, nicht die gesamte Gesellschaft in der Form in Geiselhaft nehmen. Wie soll das passieren? Was soll bei Pflegeheimen passieren? Sollen die zugesperrt werden? Sollen die Bewohner nicht mehr raus dürfen? Was schwebt ihnen davor? Naja, da geht es darum, dass man natürlich das Pflegeheim Corona-frei halten muss nach Möglichkeit. Und natürlich bedeutet das dann, dass die Besucher natürlich mit klaren Auflagen auch dort die Besuche vornehmen können, von der Desinfektion angefangen mit der Nasen-Mundschutzmaske bis hin, dass man vielleicht jetzt auch noch, solange es geht, nur im Freien mit einem gewissen Abstand handhabt. Ja, da muss man besonders vorsichtig sein. Wenn einmal so ein Coronavirus in so eine Risikogruppe eines Pflegeheims hineinkommt, dann gibt es diese dramatischen Entwicklungen, die in Schweden passiert sind, weil die Schweden haben leider damals die Risikogruppen nicht geschützt. Und deshalb haben sie dort auch die Defizite erlebt. Aber ansonsten haben sie ohne den Lockdown eines gezeigt, dass die Wirtschaft eben nicht so eingebrochen ist wie in Österreich und sich auch jetzt rasch wieder positiv erfangen hat und zurzeit keinerlei Corona-Infektionsrisiko sichtbar ist. Aber es gibt ungefähr 8-mal so viele Tote in Schweden wie in Österreich.
Ja, es gibt, ich glaube, über 4.500 Tote in Schweden bei mehr Einwohnern als in Österreich. Und ja, Sie haben recht, dass wir auch jedes Jahr natürlich bei der Influenza Todesfälle haben. Ja, das ist etwas, womit wir bis zu einem gewissen Grad neben dem Schutz der Risikogruppen leider leben müssen. Wir müssen damit leben, dass Menschen, die eine Grippe bekommen, ja, mit 75, 80 Jahren, 85 Jahren, dass die oftmals auch dann infolge eine Lungenentzündung bekommen und leider auch gefährdet sind. Ja, man muss diese Menschen schützen, diese Risikogruppen. Man wird es aber nicht vermeiden können. Ja, aber sagen Sie das auch jemandem, der Corona hatte und Geschmacksverlust zum Beispiel hatte, der was Wochen oder Monate oder man weiß nicht, wie lange anhalten kann. Also der Vergleich von Grippe und Corona zum Beispiel, das ist ja ein bisschen gefährlich, weil das sind einfach unterschiedliche Viren, unterschiedliche Krankheiten, nicht? Naja, schauen Sie, natürlich sind es unterschiedliche Krankheiten und dann wieder runtergebrochen auf die evidenzbasierten Daten. Wir wissen heute, wie viel Prozent, ja, nämlich, ich möchte jetzt keinen falschen Prozentsatz sagen, ein gewisser Prozentsatz jedes Jahr Grippe, Influenza auch bekommt, dass das beim Coronavirus in etwa doppelt so hoch ist. Ja. Wir wissen, dass die Experten sagen, es gab den ersten Coronavirus-Stamm, der nicht so infektiös war, aber dafür gefährlicher, dass der jetzige Virusstamm, die Mutation, die jetzt gerade unterwegs ist, 3 bis 5-mal infektiöser ist, aber weniger gefährlich ist. Und ich glaube, wir müssen viel stärker auf Basis der evidenzbasierten Zahlen hier auch die Experten zu Wort kommen lassen. Die Regierung macht das nicht. Ich erlebe eine Message-Control-Pressekonferenz nach der anderen, wo das Regierungsquartett sich als Experten hinstellt, aber keinen Experten dort hinstellt, der mal auf Basis der evidenzbasierten Fakten die Bevölkerung aufklärt. Ich weiß nicht, Myriaden von Experten, ja, es ging ja sogar Ärzteberufsverbot, die Maßnahmen kritisch sehen. So weit sind wir heute in dem Land gekommen. Nein, aber so weit sind wir in dem Land heute schon gekommen, dass die ersten Ärzte Berufsverbot erhalten, weil sie diese Maßnahmen kritisieren. Da müssen wir mal demokratische Grundrechte und Entwicklungen unserer Gesellschaft ernsthaft hinterfragen und inwieweit Grund- und Bürgerrechte in dem Land ausgegangen. Es beschäftigen sich Myriaden, Tausende von Experten auf der ganzen Welt und Tausende von Politikern auf der ganzen Welt mit diesem Problem, mit dieser Pandemie. Sie wollen es nicht Pandemie nennen, aber mit diesem Virus. Glauben Sie tatsächlich, dass die das einfach so in Kauf nehmen, die Welt mit einer, wie Sie sagen, Corona-Hysterie überschüttenden Wirtschaftsabschwung in Kauf nehmen? Glauben Sie wirklich, dass die das einfach so en passant machen und... Also ich verstehe das nicht, was Sie meinen. Naja, ich meine, Sie haben ja die Entwicklung jetzt des ersten Lockdowns erleben müssen und wissen, da sind dann auch die Zahlen zurückgegangen, hat ja auch einen Effekt gehabt. Wenn wir die Mortalitätsraten der letzten Jahre testen und prüfen und gegenüberstellen, eine gleichbleibende Entwicklung, es hat sich nichts verändert. Ja? So, und jetzt muss man natürlich dann die Frage stellen, sind die Maßnahmen richtig und haben die Maßnahmen dazu geführt? Da gibt es dann wundervolle Aussagen auch des AG-Chefs oder der Ärztekammer Oberösterreich, auch aktueller Natur, die durchaus weggehen und sagen, bitte hört auf mit der Angst und Panikmache. Es gibt keinen Anlass dafür. Es gibt auch die Kritik an den Masken da oder dort, weil es zu wenig Aufklärung gibt und die Leute dann teilweise die Maske zu wenig wechseln und erst recht Viren und Bakterienschleudern mit sich herumtragen und erst recht gefährdet sind. Wir können die unterschiedlichen widersprüchlichen Aussagen des Bundeskanzlers uns in Erinnerung rufen, der zuerst gesagt hat, ein Maskentragen macht keinen Sinn und das wird nicht kommen. Und dann hat er es zwangsverordnet. Also wir kennen ja diese Widersprüche. Aber wissen Sie warum? Ja. Weil man die Grippe gekannt hat. Das Coronavirus hat man nicht gekannt. Ja, das war total überraschend. Man weiß immer noch nicht, einige Dinge immer noch nicht über das Coronavirus. So lässt sich das schon auch erklären, dass man da vielleicht ein bisschen in eine Schockstarre verfällt und dann Dinge macht, die man dann später vielleicht wieder revidieren muss, weil man was Neues lernt. Jetzt haben wir schon einen längeren Zeitraum, wo man eben sehr wohl viele Experten auch studieren und lesen kann, die aufgrund der jetzigen Erfahrungswerte eben durchaus eine andere diametrale Meinung haben. Und wir wissen, auch wenn es um die Todesfeststellungen geht, ich meine, auch da bitte ehrlich sein, wenn Sie heute vor 2 Wochen einen positiven Test hatten und dann 2 Wochen später, jetzt sage ich mal ganz bewusst überspitzt, einen Autounfall gehabt haben, dann werden Sie als Corona-Toter gewertet. Und das ist einfach in der Statistik, das ist unrecht. Wo passiert das? Nein, selbstverständlich ist das so, dass jeder positiv Getestete, der 2, 3, 4 Wochen danach, an welcher Form auch immer, verstirbt als Corona-Toter in der Statistik. Aber Herr Strache, wir wissen schon, Sie haben Zeit Ihres Lebens ein gewisses Faible für Verschwörungstheorien aller Art gehabt. Nein. Sie haben sich auch immer gern verfolgt gefühlt. Offensichtlich ist das auch jetzt der Fall. Na, ich bin ja auch nicht verfolgt worden. Ich bilde mir das ja alles nur ein, dass ich in eine Falle gelockt worden bin auf Ibiza. Ich bilde mir das alles nur ein. Wenn ich kurz ausreden dürfte, auf Ihrer Liste findet sich ein ganzes Bündel von Verschwörungstheoretikern. Eine Kandidatin
Medien, schreit antisemitische Parolen, geht auch auf eine Demo der Impfgegner. Ein Arzt fühlt sich überhaupt verfolgt von der Impfmafia. Sind das wirklich die richtigen Leute oder haben Sie da quasi besto Verschwörungstheoretiker zusammengefasst? Na, ich verstehe schon, dass ein jeder, der Corona-Maßnahmen kritisiert, als verleumdet wird als Covid-Idiot. Ich verstehe schon, dass ein jeder, der gegen Zwangsimpfungen sich ausspricht, auch in eine Ecke hineingedrückt wird. Das stört viele Menschen, weil gerade hier viele zu Recht sagen, was ist da mit unserer Meinungsfreiheit passiert? Und zu Recht gestehe ich jedem Menschen zuzusagen, wenn es da eine Debatte gibt, wo nicht einmal noch ein Impfstoff vorhanden ist. Und dann gibt es schon Politiker von SPÖ und ÖVP, ja, die sagen, es muss in Zukunft über eine Zwangsimpfung diskutiert werden. Das ist jetzt interessant, hat aber gar nichts mit meiner Frage zu tun. Sie sprechen von den Impfgegnern und dann komme ich auf das Thema. Ich erkläre Ihnen, welche Positionen die Kandidaten und ich haben. Und ja, wir lehnen eine Zwangsimpfung grundsätzlich ab. Wir wollen, dass einerseits natürlich bei jedem Impfstoff es Langzeitstudien gibt und das ist dann eine persönlich individuelle Entscheidung, ob ein Mensch sich das zumuten will oder nicht. Ich habe selbst genügend Impfungen, ja, aber freiwillig, da kenne ich die Langzeitstudien, ich bin kein Impfgegner, aber ich will doch keine Zwangsimpfung in unserer Gesellschaft. Er spricht in Österreich von einer Zwangsimpfung. Der Herr Landeshauptmann aus Oberösterreich zum Beispiel, der Herr Landeshauptmann aus dem Burgenland zum Beispiel. Ganz klargestellt, das wird es nicht geben. Es haben viele Regierungspolitiker klargestellt, das wird es nicht geben. Da habe ich in der Vergangenheit schon oft gehört, was es nicht geben wird und dann ist genau das gekommen. Der Bundeskanzler hat auch gesagt, es wird keine Maskenpflicht geben und dann ist eine gekommen. Sie glauben, die Zwangsimpfung kommt? Nein, es gibt ernsthafte politische Vertreter in diesem Land, die maßgeblich sind, wie ein Landeshauptmann Doskozil, wie ein Landeshauptmann Stelzer in Oberösterreich, nämlich von den beiden sogenannten großen Parteien Österreichs, die eine Zwangsimpfung diskutieren. Dann werde ich hellhörig. Und dann werde ich hellhörig, wenn eine Pharmaindustrie bereits Impfstoffe produziert, die nicht einmal noch getestet und genehmigt sind und Österreich dann 7 Millionen Dosen bereits bestellt hat. Dann frage ich mich auf Basis welcher Langzeitstudie, dann frage ich mich auf Basis welcher Genehmigung und auf Basis welcher gesetzlichen Kriterien. Denn bis dato gibt es keine Veränderung der gesetzlichen Kriterien. Da müsste man nämlich 5 Jahre auch eine Langzeitstudie sicherstellen. Kommen wir noch einmal zurück auf Ihre Kandidaten. Sie sind jetzt mehrmals da abgebogen. Die eine Kandidatin, die antisemitische Parolen brüllt, der eine Arzt, der irgendwie von Chemtrails und irgendwie von Impfmafia redet. Sind das wirklich die richtigen Leute? Also, ich habe keine antisemitischen Parolen gehört. Ja. Ich habe vielleicht, auch kein Code habe ich gehört, ja. Sondern ich habe eine Dame vernommen, die halt mit 24 Jahren, als Bürgerrechtlerin eine Demonstration, eine Corona-kritische Demonstration mitorganisiert hat. Und dann dort gesagt hat, der Kurz muss weg, ja, warum nicht? Dann ist kein Antisemitismus, wenn man sagt, der Kurz muss weg. Oder die Antifa muss weg, ist jetzt auch nicht unbedingt der Antisemitismus, sondern das unterschreibe ich sofort, dass diese Linksextremisten weg müssen, die gewalttätig sind und dass dann globale, bekannte Neoliberale, ja, die für einen, ich sag, globalen Kapitalismus stehen, da kann man jetzt von einer Kapitalismuskritik reden, ja, dass vielleicht die auch kritisiert werden, aber das hat eben sehr wohl in dieser Verkettung stattgefunden, ja, mit Kurz, mit Antifa, mit Soros und mit Rockefeller, ja, diese Persönlichkeiten sind auch zu kritisieren, das ist keine Frage ihrer Religion. Natürlich, aber Sie wissen doch, dass das judenfeindliche Codes sind, ganz verbreitet, schlagen Sie das Internet auf, also schauen Sie, also noch einmal, es ist für mich überhaupt kein Code, wenn ein selbsternannter Philanthrop wie der Herr Soros, ein Milliardär, hunderte Millionen Euro in Vereine, in internationale steckt, um eine Zuwanderung, nämlich aus politischen Motiven heraus, aus seiner Überzeugung vielleicht auch heraus, nach Europa zu unterstützen. Dann werde ich diesen Menschen gleich, ob er Atheist ist oder Katholik oder Protestant ist oder welche Religion er hat, politisch kritisieren. Ein Mensch, der mit seinen Milliarden glaubt, Politik gestalten zu können, ja, und Politik beeinflussen zu können, den werde ich kritisieren. Und das ist kein Antisemitismus, sondern da geht es um das, was sozusagen er an politischen Zielen vertritt, wo im Übrigen auch der israelische Ministerpräsident Netanyahu, dem Herrn Soros sehr kritisch gegenübersteht. Wie halten Sie es eigentlich im Wahlkampf? Sie haben sich jetzt sehr coronaskeptisch gezeigt. Gehen Sie auf Abstand, schütteln Sie Hände, tragen Sie Maske. Wenn man die Bilder ansieht, befolgen Sie das nicht so wirklich? Natürlich halte ich mich an gewisse Vorgaben, die gab es ja bis vor kurzem nicht. Ja, ich war seit Jänner unterwegs, dann gab es den Lockdown, wo ich mich natürlich an den Lockdown gehalten habe. Danach war ich dann bei unzähligen Veranstaltungen, habe allen möglichen Menschen die Hände geschüttelt und Fotos gemacht. Ich habe auch keinen einzigen Corona-Infizierten kennengelernt, ich selbst habe es auch nicht. Ja, weiß aber, dass es natürlich Corona-Infizierte gibt, ich habe nur keinen getroffen, ja, und muss feststellen, ich habe Glück gehabt wahrscheinlich, wenn es eine Pandemie geben sollte. Ich glaube, aufgrund der Zahlen gibt es keine Pandemie, es gibt
ein Virusproblem, ja, und da sollten wir genau bei den Risikogruppen ansetzen und das nicht überdramatisieren. Und zum Beispiel Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, Maskenpflicht in der Gastronomie, würden Sie das alles nicht machen? Ab morgen gelten in Österreich wieder strengere Regeln, frühere Sperrstunde zum Beispiel. Also ich finde teilweise, ich finde dieses ganze Ampelchaos, ja, in der Form, wie wir es erlebt haben, bis hin jetzt zur Maske. Ja. Also ich verstehe, dass man eine Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln verordnet. Ich verstehe, dass man sagt, in den öffentlichen Ämtern soll eine Maske Sinn machen. Ich verstehe, dass vielleicht bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen Abstandsregeln und vielleicht da oder dort natürlich auch Masken Sinn machen. Was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise, dass man das so generalisierend jetzt ausrollt und damit in Wahrheit ja zu einer Entwicklung führt, die nicht nur Wien jetzt auf die rote Liste bereits von vielen Ländern setzen hat lassen, wo der Tourismus völlig einbricht, ja, die Hotellerie einbricht, der Handel einbricht, die Umsätze einbrechen, Betriebe wirklich verzweifelt sind. Ja, und am Ende muss man sich dann fragen, ist der Schaden x-fach größer, ja, der angerichtet worden ist. Und das kann ich so in der Form nicht mehr nachvollziehen. Es ist jetzt nicht, Sie haben Wien angesprochen, es ist nicht Ihr erster Wahlkampf in Wien, beileibe nicht. Sie wollen quasi Ihre alten Hits Migration, Kriminalität, Flüchtlinge wieder spielen. Das Problem ist diesmal nur, die FPÖ und die ÖVP machen genau dieselben Themen, da sind Unterschiede nicht einmal mit der Lupe feststellbar. Was ist eigentlich Ihr USP? Na, der USP ist, dass ich seit 15 Jahren das Original bin und erleben musste, dass ich von den 15 Jahren, wenn ich zurückrechne, ich glaube 12 Jahre massiv bekämpft worden bin, weil ich diese richtigen Themen vorangetragen habe. Und ich freue mich heute, ja, dass nach dem Wahnsinn, der 2015 angerichtet worden ist, auch von der ÖVP mit der SPÖ gemeinsam, Grenzen auf und das katastrophale Grenzmanagement, wo wir über 520.000 Menschen, nämlich ich sage bewusst, nicht legitime Asylbewerber nach Österreich gelassen hat und die Probleme heute hat, dass man dann begonnen hat, in Folge mir Recht zu geben und mich zu kopieren. So gesehen freue ich mich, wenn es Papageis gibt in der Politik, die endlich eingestehen, der Strache hat Recht. Aber wenn es um Glaubwürdigkeit geht, na, dann wenden sich die Menschen in der Regel ans Original. Was Ihnen ganz besonders wichtig ist, ist auch immer die Thematisierung des Islams. Das zieht sich auch durch alle Ihre Wahlkämpfe, so auch jetzt. Mir ist etwas aufgefallen in einem Ihrer Videos, das Sie gedreht haben, das man im Internet sehen kann. Sie sitzen da an einem Kaffeehaustisch und sinnieren, so die Stimme kommt aus dem Off, sinnieren über die Politik in Wien. Und dann kommt diese Szene, die wir vorbereitet haben, die wir uns ganz kurz anschauen können. Jetzt reicht's! Da ruft der Muezzin in Ihrem Video. Ich habe viel herumtelefoniert mit Imamen, mit der Glaubensgemeinschaft, mit Gläubigen. Es ruft nirgendwo in Wien der Muezzin. Ja, noch nicht. Warum machen Sie das dann? Warum machen Sie das? Das ist ein Klischee wohl? Das ist kein Klischee. Vielleicht ein Vorurteil. Warum machen Sie das? Das passiert einfach nicht. Na, warum habe ich vor 15 Jahren eine 180-Grad-Wende in der Zuwanderungspolitik verlangt? Weil ich damals aufgezeigt habe, wenn diese falsche rot-grüne und schwarze Zuwanderungspolitik fortgesetzt wird, werden wir zur Minderheit in der eigenen Heimat. Heute gibt es die aktuellen Zahlen an den Wiener Volksschulen, wo bereits 67% der Kinder an den Wiener Volksschulen eine deutsche Umgangssprache nicht mehr sprechen und in Wahrheit die deutsch sprechende Gruppe der Volksschüler in Wien eine Minderheit geworden ist und in Wahrheit einen Vertreter braucht. Und darüber hinaus haben wir radikal-islamistische Fehlentwicklungen gerade unter Rot-Grün in Wien erleben müssen, wo man Kindergärten, private genehmigt hat, wo, ich sage nicht Integration, sondern Parallele und Gegengesellschaften gefördert und subventioniert werden, wo man erleben musste, dass dort der Dschihad, der Heilige Krieg dort auch zelebriert wurde und die Kinder als Helden und Märtyrer sozusagen trainiert worden sind, dass das was etwas ist, was man als Zieldefinition haben sollte. Also da sind ja so dramatische Fehlentwicklungen, ja, passiert, wo Rot-Grün, ja, ich sage ganz bewusst, man dem radikalen Islam und auch Erdogan-Anhängern den roten Teppich in Wien ausgerollt hat. Und genau darum geht es. Ich will keine radikale Islamisierung und ich will schon gar keine Islamisierung auch Wiens. Und diese Entwicklung haben wir heute in vielen Bereichen Wiens, in vielen Kretzeln, wo, ich sage, auch Territorialansprüche gestellt werden, ja, und Menschen Angst haben, dort überhaupt sich zu bewegen. Und darum lassen Sie den Muezzin rufen, der gar in Wirklichkeit gar nicht. Dass es genau nicht dorthin kommt, denn bis dato haben in den letzten 15 Jahren leider Gottes alle meine Warnungen in unterschiedlichen Bereichen sich bestätigt, weil man nicht auf mich gehört hat.
Was ganz interessant ist, die Wien-Wahl findet in 3 Wochen statt. Von Ihnen gibt es bis heute kein Programm. Es gibt keine Forderungen, es gibt dieses Grundsatzpapier, das es gibt, da kommt allerdings Wien nicht vor. Das sind allgemeine bundespolitische Forderungen wie Tierschutz soll in der Schule unterrichtet werden, Bargeld soll in der Verfassung stehen, etc. etc. Was wollen Sie eigentlich für Wien? Was wollen Sie abseits des Migrationsthemas? Überraschen Sie uns. Also es gibt das Programm für Wien, nämlich den Pakt für Wien, der ist auch seit 2 Tagen online. Tatsächlich, ich habe gestern noch auf Ihre Homepage geschaut, habe ich nichts gesehen. Ja, ist seit 2 Tagen online. Und ja, es gibt viele Themen. Ja. Wir haben in der Positionierung eines neben den Themen, die wir zum Glück heute behandelt, festzustellen. Der Sicherheitsbereich in Wien liegt wirklich im Argen. Ja, ich habe ja in all den Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass es da wirklich auch, wenn es um die Stärkung der Exekutive, um mehr Planstellen geht, dass gerade in Wien ausbaufähig ist und dass man die öffentliche Sicherheit optimieren muss und es viele Bereiche gibt, die wirklich zu Kriminalitäts-Hotspots geworden sind, die ich auch mit den Medien letzte Woche besucht habe und dann am nächsten Tag Machettenüberfälle, Messerangriffe und Attacken sogar mit Schüssen gefallen sind. Also das beängstigt viele, da muss ein anderes Sicherheitskonzept in Wien gelebt werden. Und da muss man auch in manchen Bereichen, wenn es um Verwaltungsstrafen geht, durch ein Ordnungsamt die Exekutive entlasten. Das ist der eine Bereich. Soziale Wohnungen in Wien. Ja, da erleben wir, dass der Herr Bürgermeister Ludwig, der, ich sag, im Schlafwagen sitzt und seine Vizebürgermeisterin Heppein tun und machen lässt, was sie will, als verantwortlicher Wohnungsstadtrat die letzten Jahre keine ausreichenden sozialen leistbaren Wohnungen gebaut hat in Wien. Und dass dort eine Entwicklung der Fall ist, wo man, weil man eben nicht den Zugang zum Gemeindebau an die Staatsbürgerschaft festmacht, Entwicklungen der Fall sind, wo viele zu Recht empört sind. Das, die Frage war ja, ob Sie ein Thema haben abseits des Sicherheits-Migrationsthemas. Überraschen Sie uns, Herr Strache. Nein, ich habe diese Themen in meiner Konsequenz, die ich weiter fortsetzen kann. Natürlich bin ich auch gegen Pop-up-Radwege, die unsinnig sind, ja, die nicht benutzt werden und daneben dann Staus produziert werden und zusätzlich CO2-Ausstoß produziert wird. Das will ich nicht. Und ich will auch kein Planschbecken um 400.000 Euro am Gürtel. Und ich will auch nicht haben, wie die grüne Vizebürgermeisterin Heppein, dass die Polizei entwaffnet wird und dann die Polizei zum Bankräuber vielleicht mit Wattebäuschen kommt und sagt, bitte, bitte gib auf, weil sonst bewerfen wir dich mit Wattebäuschen, bis du blutest. Da greift sich ja jeder auf den Kopf bei solchen Forderungen. Das ist jetzt eine Menge Dinge, wo Sie dagegen sind, aber wofür sind Sie? Wo ist Ihr Programm für Wien? Für eine starke Exekutive, für ein starkes Bildungssystem in Wien, das gescheitert ist unter Rot-Grün. Wenn wir uns die öffentlichen, wenn wir uns die Kindergartenstruktur anschauen und das Pflichtschulsystem anschauen, ist das Rot-Grüne stadtpolitische Verantwortung. Dort hat weder Integration funktioniert, noch die entsprechende Bildung funktioniert. Wir haben heute die Studien vorliegen, wo Menschen aus der Pflichtschule herauskommen und mit Migrationshintergrund zu fast über 60% Defizite haben in Deutsch, in Mathematik und daher kaum eine Chance haben, eine Lehrausbildung zu finden oder einen Beruf nachhaltig zu bekommen. Und genau dort hat die Bildungspolitik vom Kindergarten weg und auch die Integrationspolitik versagt. Und genau dort braucht es Pädagoginnen und Pädagogen, ja, genauso wie im Pflegebereich im Übrigen, wo zu wenig ausgebildet werden und die bis heute schlecht bezahlt werden. Aber genau dort ist man heute verantwortlich dafür, ja, dass solche Kulturkonflikte wie in Wien Favoriten zwischen linksextremistischen PKK-Anhängern und rechtsextremen Grauen Wölfen und Türken möglich werden. Weil wenn Menschen in solchen Parallelgesellschaften groß werden und man sie nicht in die Wertegemeinschaft hineinholt, dann darf man sich nicht wundern, dass die als Jugendliche radikal geworden sind. Herr Strache, was passiert eigentlich, wenn Sie nicht in den Wiener Gemeinderat, in den Landtag kommen? Ich bin davon überzeugt, dass wir das Vertrauen der Wienerinnen und Wiener erhalten. Ich bin immer ein Mensch, der, ich sage, Träume hatte, für Träume gelebt hat und bis dato auch sich diese Träume erfüllt hat. Was passiert, wenn Sie nicht reinkommen? Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen. Okay, was passiert, wenn Anklage gegen Sie erhoben wird? Treten Sie dann zurück, diesmal wirklich? Also ich gehe davon aus, dass die Ermittlungen eingestellt werden. Ja, sollten nicht alle Ermittlungen eingestellt werden, bin ich davon überzeugt, dass ich am Ende freigesprochen werde. Das heißt, selbst bei einem allfälligen Gerichtsprozess würden Sie, falls Sie gewählt werden, in der Politik bleiben und nicht zurücktreten? Ja, als unbescholtener Bürger bleibe ich in der Politik, so ist das ja. Kann Wien auch wieder eine Startrampe sein für die Bundespolitik für Sie? Denken Sie daran? Das wünschen sich viele, viele Menschen in Österreich wünschen sich, dass wir in Wien mit dem 11. Oktober, im Übrigen der 11. Todestag Jörg Haiders, auch der Wahltag in Wien, der ja auch symbolisch zu einem Comeback seines Nachfolgers führen kann. Da hat man von vielen Bürgern die letzten Wochen eines wahrgenommen. Wir wünschen
euch und dem Team, das es braucht, wirklich nicht nur den Einzug, sondern hoffentlich eine Überraschung in Richtung 10%, weil das auch das politische Erdbeben über die Landesgrenzen hinaus österreichweit wäre. Und da wünschen sich viele in den Ländern, die sich auch gemeldet haben, dass sie dann auch in den westösterreichischen Bundesländern Landesgruppen für uns bilden können. Ist mit der FPÖ ein für alle Mal vorbei für Sie? Oder kann unter irgendwelchen Umständen das passieren, dass Sie wieder zurückgehen? Schauen Sie, ich habe ja viele, ich bin 15 Jahre, habe ich dort meine Verantwortung gelebt. Ich habe die freiheitlichen Werte und Grundwerte ja auch bestimmt als Obmann. Ich habe wahnsinnig viele Freunde gewonnen. Ich habe viele Menschen im Herzen, denen ich mich auch verpflichtet fühle. Und ich weiß, wie viele auch leiden. Aber vor allen Dingen auch deshalb leiden, weil Sie sagen, es ist wirklich ungeheuerlich, wie man in Folge dann mit meiner Frau und mit mir umgegangen ist. Warum kandidiert Ihre Frau eigentlich nicht auf Ihrer Liste? Sie ist ja Politikerin, kandidiert aber nicht auf Ihrer Liste. Meine Frau erfüllt ihre Verantwortung und Aufgabe im Parlament und das ist gut so. Aber da könnte sie ja trotzdem bei Ihnen dabei sein, bei Ihrem Mann. Sie konzentriert sich auf ihre Aufgabe. Sie macht es nicht so wie der Blömel, dass sie für Wien kandidiert und dann vorhat im Parlament zu bleiben. Aber sie das ist genau der Unterschied. Ja, da hat sie einen ehrlichen Zugang. Herr Strache, wie oft haben Sie in Wien kandidiert als Spitzenkandidat? Aber ich habe das ehrlich kommuniziert. Ich habe immer ehrlich kommuniziert. Aber nie vor, nach Wien zu wechseln. Ich habe immer ehrlich kommuniziert. Ich trete an als Bürgermeisterkandidat und das ist mein Ziel. Und im Jahr 2015 mit 31% war es ja schon relativ knapp. Sie haben auch die Jahre davor in Wien kandidiert. Ne? Aber ich habe immer klar gesagt, ich übernehme in Wien Verantwortung, wenn wir es schaffen, die Bürgermeisterverantwortung sicherzustellen. Also Philippa Strache wird nicht beim Team Strache dabei sein. Philippa Strache wird ihre Verantwortung im Parlament leben und das macht sie großartig, vor allen Dingen auch im Bereich des Tierschutzes. Wir müssen Schluss machen, Herr Strache. Viel ist ja darüber geredet worden in den vergangenen Wochen, wo Sie eigentlich wohnen, dass Sie vielleicht gar nicht antreten dürfen, weil Sie da noch in Klosterneuburg wohnen. Das hat sich mittlerweile geklärt, Sie dürfen antreten. Aber was mich dann schon interessiert, wo schlafen Sie denn heute? In Klosterneuburg oder in Wien? Heute werde ich in Weidling schlafen, weil es ist Wochenende und am Wochenende bin ich in Weidling und unter der Woche bin ich in Wien-Mitte und Landstraße. Ich finde es ja auch wirklich witzig, was da alles in den letzten Monaten schon immer wieder passiert ist. Ne? Die links-linke Partei, die Kleinstpartei Wandel, hat ja damals mir dieses Grundrecht zur Wienwahl anzutreten entsagen wollen und die FPÖ hat das gleich genützt, um mit den Links-Linken gegen mich eine Koalition zu bilden. Also es bleibt aber dabei, unter der Woche in Wien und am Wochenende woanders. Danke, Herr Strache, so für den es. Besuch hier bei uns in der Pressestunde und danke, Eva Linsinger, fürs Fragen stellen gemeinsam mit mir. Soweit also, meine Damen und Herren, die erste Pressestunde zur Wienwahl. In wenigen Augenblicken geht es aber schon weiter. Dann wird hier Christoph Wiederkehr von den Neos sitzen mit Regina Pöll und Barbara Todt vom Falter. Die Pressestunden können Sie nachschauen auf der ORF-TV-Thek und auch als Podcast hören auf allen gängigen Plattformen. Danke für Ihr Interesse und bis bald.